Und herzlich willkommen zurück zu, ja, Creative Server Let's Play. Yay. Jetzt auch mal mit ordentlichen Haaren, damit ich nicht die ganze Zeit im Gesicht rumfliegen. So, ja, wie gesagt, wie machen wir jetzt weiter? Ich würde mal sagen, wir bleiben am besten erstmal auf der Ebene. Und dann graben wir uns einfach mal nach links und rechts, so wie wir es hier eh und je gemacht haben. Wo auch immer jetzt links und rechts ist, ich würde mal sagen, wir graben uns einfach mal hier zwei rein oder drei oder doch zwei. Und dann einfach mal einmal in die Richtung. Einmal in die andere Richtung. So, dann strecken wir mal in die beiden Richtungen die Fühler aus. Und gucken mal, ob wir hier was Brauchbares finden. Hier macht er wieder Lagerstätte für kaputtgegangene Äxte. Zum Beispiel. Da. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht abbauen. Ist ja scheiße. Ja gut. Du nach da. Nehmen wir zwei Stück. Danke. Rest nach zurück. Nach zurück, ja, nicht klar. Nur da rein. Brauchen wir erstmal einen Stein. Wir haben jetzt nichts zum Backen dabei. Dann nehmen wir tatsächlich einfach mal wieder Kohle. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Oh mein Gott. So, und nein. So ist er rein. Danke. Verschwende nicht mein Feuer. So, sollte ja erstmal reichen. Haben wir direkt wieder. Achso, wir brauchen zweimal Eisen. Wir brauchen zweimal. Nee, wir brauchen nicht. Ja, easy. Der stört niemanden, wenn er weg ist. So, wir kamen uns mal in die Richtung hier weiter. Erstmal einfach mal gucken, wo wir da rauskommen. Ob wir überhaupt irgendwo rauskommen. Das wäre mal ganz schön. Ja, siehst du, genau, spätestens jetzt brauchen wir Fackeln, weil jetzt wird es auf jeden Fall dunkler. Die Sonne kannst du endlos weit in die Tiefe leuchten, aber nicht um die Ecke. Das hat sie leider noch nicht geschafft. So, dann packen wir hier ein paar Fackeln aus. Dankeschön. Ich klatsche einfach mal hier eine hin. Tja, ich glaube, wir werden ja doch enttäuscht. Das ist hier eher eine Sackgasse. Wir machen mal hier nochmal eine Fackel hin. Ach, Herr Minächen, keine Mineralien, kein nichts, kein gar nichts. Das ist doch nicht mal normal hier. Hier gibt es nicht mal ein Stück Eisen. Sollen wir hier die Decke noch machen? Ja, außer, ja genau, hier gibt es ein bisschen Eisen. Das ist aber auch alles. Ansonsten nur Zinn. Das ist doch hier. Ah, mindestens hier ein bisschen Kupfer. Sehr schön. Aha, hier gibt es wieder ein bisschen Eisen. Sehr gut. Eisen, gut. Gut für Eisengehalt. Oh, Lichtfehler. Sehr schön. Oh, yay, wir haben eine Höhle gefunden. Wird ja auch mal, ach du Kacke, auch mal Zeit. Oh, die drückt da runter. Wie mein Niveau. So, tja, mal gucken, ob wir überhaupt irgendwie runterkommen. Der findet schon mal eine Höhle und dann so eine Kackhöhle, die hier absolut unpassierbar ist. Da hilft nicht mal der Passierschein A38. Okay.
Ausgeleuchtet ist ja soweit. Wir dürfen keine Monster spawnen. Ja, Eisen. Ach man, ich wollte schon wieder das Falsche benutzen hier. Ist halt beides so orange. Lasst mich doch in Ruhe. Okay. Oh, hier liegen noch ein paar Steine rum. Danke, danke. So. Gut, wie kommen wir denn in der Höhle am besten, am dümmsten? Achso, dann siehst du erstmal mit dem Seil hier runter gucken, ob wir hier uns ein bisschen. Ne? Hals über Bein, Bruch. What? Abseilen können. Ich pack das Ding einfach dahin, geht mal hier runter. Pack dir mal hier super intelligent eine Leuchte hin. Ach, übrigens habe ich jetzt die Monster. Ach du Kacke, jetzt geht er einfach steil runter hier. Da hinten scheint es wieder ein bisschen gerade. Wir sollten also eher versuchen, da hinten hinzukommen. Weil hier runter sieht eher schlecht aus. Aber hier ist ein Vorsprung. Dann gehen wir mal da auch runter. Zu dem Ach du Scheiße. Zu dem Vorsprung. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Okay. Da unten scheint es tatsächlich ein bisschen begehbarer zu werden. Ich möchte nicht zu viel versprechen. Wir setzen einfach mal hier ein, zwei, dann setzen wir da einen Stein hin, dann setzen wir hier einen Stein hin, dann setzen wir da einen Stein hin, dann machen wir hier ein paar Steine ab. Jetzt darf nicht zu dunkel werden, dann kriegen wir gleich die Arschtritte hier. Licht. Noch keiner ist hier das Monster, interessant. Ah, also Eisen haben wir hier schon mal. Kupfer haben wir auch. Oha. Ich sollte nicht unkontrolliert runtergehen, sonst komme ich hier nicht mehr hoch. Da scheint kein Abzweig zu sein und hier scheint, da scheint der Hauptabzweig zu sein. Komme ich jetzt überhaupt noch hoch? Ja. So viel zum Thema unkontrollierten Runtergehen. Aber es sieht so aus, als würde ich hier tatsächlich sogar noch hochkommen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oder auch nicht. Ach, doch, da hinten. Dachte gerade schon. Okay. Easy, brauche ich euch mal weg. Komme ich auch direkt rum. Mit meiner dicke Arsch. So, die Schnur kann oben erstmal bleiben, ganz ehrlich. Wobei, die nehmen wir mal lieber mit. Kann ich mich da unten noch mal ein bisschen abseilen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier oben abköpfe, dann falle ich sehr tief. Das heißt, wir werden mal versuchen. Ach, scheiß drauf. Tot. So. So, tschüss, mach Feierabend. Tschüss. Oh, hat ist schon. Ach, warum sagen die immer alle erst 3 Sekunden vorher Bescheid? Kann man gar nicht mehr schüchtern sagen. Ist ja. Kommt man sich so schuldig vor. Oh, da geht. Oh oh! Ah, da ist Lava. Ich dachte gerade schon, das Monster. Ach du Kacke, da ist Lava. Lava mal nicht, Digga. So, hier erstmal ausleuchten. Okay. Kein einziger Mob, kein einziger Gegner? Bin ich mir sicher, dass ich die Monster wirklich aktiviert habe? Ha. Ha. Also ich sehe schon mal Kupfer, aber weder Eisen noch unser liebgewonnenes, ne? Hier, ach komm, euch mache ich mal weg. Ihr geht mir gerade hart auf den Sack. Noch irgendwie mehr, du Scheiße, ey. Oh Gott, das geht aber hier hart runter. Ja gut, dann lassen wir das am besten an der Stelle mal. Mit runterspringen wird das auf jeden Fall nichts. Die Schnur, wie weit reichst du? Aua. Wie weit würdest du... Ich mache mal die Fackel 1 weiter oben hin. Dann können wir hier nämlich die Schnur anbringen. Ach warte, ich mach die einfach dahin. Oha, oha, oha. Ich mache hier erstmal wo Licht hin. Da zum. Achso, ah, sehr schön, sehr schön. Oh, Lava. Gelaber mal nicht. Okay. Ja, Lava ist eher so gefährlich, denke ich mal. Vor allem, wenn sie auch einfach runtergeht. Was ist denn hier los? Ich versuche das mal zu blockieren. Nee, bringt gar nichts. Die fließt hier 1:1 einfach komplett runter. Aber auch hier kein Mese. Auf welcher Höhe sind wir denn überhaupt? Warum gibt es hier nirgendwo Mese? Oh, ich sollte vielleicht nicht auf dem Sand rumlaufen, bevor ich getestet habe, ob der überhaupt standfest ist.
Aha, siehst du, da fällt mir schon Sand runter. Das war ja klar. So, hier kann ich langlaufen. Na ja, gut, allzu weit auch nicht. Da hinten haben wir zumindest schon mal Eisen. Gut, ich baue mal hier so ein bisschen Weg. 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 Hier auch. Dankeschön. Wenn wir von irgendwas mehr als genug haben, dann von Kobbel. Das heißt, ich werde die Kobbel auch mal richtig schön wegkobbeln. So. Okay, was geht denn hier jetzt ab? Oh! Lol. Ich bin Lavagräber. Ach du Kacke. Hinten haben wir auch schon wieder Eisen. Was mich aber mittlerweile echt erstaunt, selbst hier beim Lava, ich sehe kein bisschen Mese. Da hinten sehe ich Gold. Aber ansonsten sehe ich nichts. Das heißt, wir müssen noch viel tiefer gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Ja, das heißt, wir brauchen definitiv noch mehr Leitern. Komm ich jetzt wieder hoch? Ja, da. Wir brauchen definitiv noch mehr Leitern. Und dann müssen wir uns unseren Schacht noch wesentlich tiefer graben. Das wird so ja mal gar nichts. Das können wir 1:1 direkt und ohne Zwischenhalt vergessen. Komm mal her, eine liebe Schnur. Ich klatsche es einfach mal da oben ran. Ah, das geht nicht. Ich klatsche einfach mal da oben ran. Das geht auch nicht. Ich klatsche einfach mal da ran. diese Schnur ist so ultra praktisch. Gefreut mir. So, den Teil hier lassen wir aber mal ausgeleuchtet, weil hier gibt es noch eine Menge, Menge Eisen und eine Menge, Menge Sachen, die wir auch mögen. Ach nee, da geht lang. Das heißt, wir werden hier früher oder später auf jeden Fall nochmal vorbeikommen. Wo war der Ausgang? Ne, da ging's. Da war der Ausgang. Das heißt, ich versuche mal. Hallo? Ach komm, da, so, da gehen wir mal hin. Oh, sind wir hier? Okay. Dankeschön. Jetzt müsste ich da um den Anker hinwerfen. Ach, das geht nicht mit der Fackel. Das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch. Aber auch kein Problem. Sehr schön. Dankeschön. Und die Fackel wieder im Baum. Oh, da hat keiner meckert. Ja. Also das mit. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wo das Lava lang geht. Ob das hier direkt unter unserem Ding lang geht. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Ja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, draufgeschissen, wir müssen noch viel, viel tiefer. Das hier war noch lange nicht, lange nicht weit genug unten. Ja, dann gehe ich mal sagen, würde ich mal sagen, wir gehen erstmal wieder nach Hause. Ich liebe einfach diese Skybox. Die ist so arschgeil. Genau. Gut, dann nehmen wir erstmal das ganze Holz mit, was wir hier haben. Dich nehme ich mal mit. Das geht leider hier abgeschlossene Truhen. Okay, wozu haben wir so viele abgeschlossene Truhen? Egal. Dich lasse ich erstmal hier. So. Dann rümpeln wir mal unsere Taschen. Wobei, nee, euch nehme ich mal sicher aber mit. Wenn wir die Sand haben, brauchen wir die Erde nicht. Dich nehme ich mal mit. Und die Erze schmeiße ich mal alle hier erstmal rein. Ich meine, Platzprobleme dürfen wir nicht bekommen. Wir haben unsere Taschen dabei. Aber ich will trotzdem, wenn wir schon mal hier oben sind, ne, da können wir auch schon mal hier entladen. Der ist schon wieder blau. Muss aber wirklich die Skybox sein an der Stelle. Die da so durchschimmert. So. Würde ich mal sagen, einmal weiter nach unten. Yay. Die wohl spannendste Tätigkeit.
Naja, spätestens wenn wir hier auf Lava stoßen, wird es spannend. Eisen! Yay! Jetzt fällt mir gerade auf, wir haben den Eingang komplett an der falschen Seite gemacht. Da kommen wir gar nicht von Leiter ran. Oh Gott, Alter. Ja. Ronny, wie er leitend lebt. Intelligent wie ein weißes Blatt Papier. Oh, da geht's runter. Da ist Wasser. Oh, das ist auch wieder Skybox. Ah, oh, diese scheiß Sky. Ei, 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 ei. Oh. Hui, na schau mal einer, guck, na das gefällt mir jetzt ein bisschen. Das sieht tatsächlich interessant aus. Ich bleib mal weiter in der Flucht hier. Ich fühle mich aber nicht abgeneigt, hier mal ein bisschen rumzugucken. Es sieht nämlich schon, ne? Hier ist auf jeden Fall richtig schöner, nicht Canyon, sondern, halt eine Verwerfungslinie. Ich bin doch kein Geograf, Alter, kenne ja alle Begriffe auswendig. Wer bin ich denn? So. Sehr schön, aber hier nochmal so ein bisschen, ne? Mal gucken, vielleicht kommen wir irgendwo mal weiter unten raus von dem Ding. Und können wir gucken, ob es hier vielleicht nicht Mäuse gibt. Ich guck mal einfach mal direkt nach. Wobei jetzt hier einfach so auf wild drauf rumlaufen, das ist natürlich auch eine super dumme Idee. Weil ich komme nicht mehr hoch. Weil Monster und so. Sollte ich vielleicht nicht tun. So, in die Richtung müssen die Leitern ran. Apropos Leitern, ich sollte vielleicht noch mal ein paar machen. Ich nehme einfach mal so 40. Du gehst wieder weg. Dann mache ich so ein paar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, das war schon mal nichts. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, 80 Leitern sollten erstmal passen. Dich nehme ich einfach mal weg. Du auch. Hä? Müsste nicht die Leiter verschwinden? War mir immer so. Oh, egal. So, dann kommst du mal nach da. Bzw. du kommst mal nach da. Du kommst nach da. Du kommst. Ach, leg mich doch im Arsch. So, na da. Oh, ja, das geht so natürlich nicht. Muss ich erst Leiter machen. Dann das andere. So, ungefähr. Komme ich da schon ran? Ich komme noch nicht ran. Das ist natürlich schade. Ach, leck mich doch am Arsch. Das ist ja hier eine Demütigung. So. Eine Geleiterung hier. Perfekt, ja, und hier, ach, wisst ihr was, kommt mal einfach mal hier so. Nicht schön, aber fein. Kommen wir wenigstens rüber. Das war natürlich super dumm von mir. Egal. So. Dann gehen wir mal weiter hier. Zumindest haben wir mittlerweile schon viel Kupfer. Also, selbst wenn uns diese ganze Aktion ja nichts bringt, Kupfer haben wir. Das bringt uns zwar für unser Mese-Projekt absolut genau gar nichts, aber wir sind zumindest schon mal auf dem richtigen Weg. Apropos Weg, meine arme Spitzhacke ist tot. So, ich kann nur noch zwei Stück machen, da muss ich erstmal Materialien einschmelzen. Ich kümmere mir gleich mal beide hier. Ja, Schwertwitze packen ist natürlich eine super dumme Idee. Ach, komm her. Das sind die Aktionen, wo man meistens direkt mit einem Besuch vom Dungeon Master belohnt wird. Da kommt er einem direkt vor die Haustür gefahren. Oh. Ja, das habe ich befürchtet. Okay. Das heißt, wir tasten uns da mal so ein bisschen ran. Okay, da haben wir noch eine Stärke von 2. Auf der Richterskala.
Unter mir ist nur eins. Ist ich das richtig? Nee, ist auch zwei. Gut, das heißt, weißt du was? Baumsalat und Apfelmus. Ich mach mal da und da. Und da und da und da. Mach hier jetzt immer mal Cobblestone hin. Damit ich weiß, nicht weiter graben. Weil, wo Cobblestone ist, grabe ich nicht leichtsinnig weiter. Zumindest hoffe ich das einfach mal. So, dann machen wir mal hier Leitern. Und dann gucken wir mal, ob A bei der Lava Mese ist und B, wie ich die Mese umschiffe. Zuallererst aber sorge ich mal dafür, dass wir hier einen schönen Einstieg haben. Perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Es wäre natürlich noch eine Tür ganz schön. Holz. Dankeschön. 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 Und die restlichen nehmen wir mal hier so als wunderschöne Tür. Weil, ne, ich will jetzt hier nicht, dass hier irgendwie mal so ein, ja, ich muss mal direkt hier an die Kante vorne ran. Dass hier so ein Dungeon Master frech wird. Dann können wir den direkt mal in die Schranken weisen. Ah ja, Ronny, hat man die große Fresse hier. Tür zu, Affe tot. Okay, ab nach unten. So, unter uns direkt ist Lava. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal. Ich mache jetzt etwas, was wirklich ultra dumm ist. Bitte nicht nachmachen. Ich werde so hart sterben. Ach, geht das überhaupt? Oder würde ich jetzt damit dich nur kaputt machen? Ah ne, das geht. Alter! Oh, da ist Obsidian. Da ist Eisen. Aber schon wieder kein Mese. Okay, und wir müssten, und um am ehesten an Land zu kommen, müssten wir tatsächlich in die Richtung bauen. Das sieht am vielversprechendsten aus. Dann tun wir das auch mal. Das heißt, da lang. Und ich glaube auch mal, ich lasse die Schnur direkt hier unten. Ist das Silber? Das sieht aus wie Silber. Ja, Silberklumpen. So, hier geht es auf jeden Fall schon mal runter. Aber noch nicht weit genug. Okay. Heißt, ein bisschen wir noch. Wow, Alter! Ich nutze auch gleich mal das Sichtfenster, damit ich ungefähr weiß, wie weit wir hier noch. Damit ich mich ein bisschen orientieren kann. Okay, da ist auch noch Lava, aber zwei Blöcke weiter und dann müssen wir eigentlich vom gefährlichen Bereich runter sein. Dann müssen wir nämlich hier irgendwo rauskommen. Das heißt, ich mache erstmal. Da wieder Gestein hin, dann mache ich da Gestein hin, dann passt das Ganze auch. Dann baue ich das hier erstmal ein bisschen auf volle Höhe aus, damit man sich nicht den Kopf stößt. Dann haben wir tatsächlich schon mal schön Eisen, wieder Lava gefunden. Bisher bringt uns das zwar offensichtlich nicht allzu viel, weil auch hier wieder kein Mehl dabei ist. Aber ich kann natürlich mich mal ein bisschen umgucken, vielleicht in irgendwelchen Nebengängen oder sowas, dass ich vielleicht doch ein bisschen abseits finde. Ich mache jetzt gleich ein bisschen Licht an. So, sieht gut aus. Da oben mache ich auch noch mal eine hin. So. So, dann backen wir es mal in die Richtung hier weiter. So, hier ist ein bisschen Silber. Nee. Kupfer. Da kommt eins hin. Ich springe einfach mal runter hier. Bam. So, das müsste da sein. Ja, das war perfekt.
So, jetzt haben wir schon mal erfolgreich an der Lava vorbeigeschifft. Wie schön da unsere Schnur lang hängt. Gefällt mir. So, da können wir mal hier gucken. Hier ist Lava und Wasser. Ist ja auch nice. Oder da geht es schon wieder ganz schön weiter. Kann das sein, dass jetzt die gleiche Dingsbumszeit wie wir vorhin waren? Ich weiß jetzt nicht, ob es von der Höhe her hinhaut. Auf jeden Fall müssen wir aufpassen. Im Lava gibt es diese Magma-Monster. Vor allen Dingen halt, wie gesagt, ich sehe hier absolut kein Mese. Ja, doch, ist das gleiche. Da hinten sehe ich dieses Sattding, haben wir von da hinten schon gesehen. Dann ist es die gleiche Magma-Höhle. Das heißt, wir brauchen gar nicht nach hinten gehen. Ist natürlich schade. Wisst ihr was? Ich bin ja auch dumm. Okay, komm. Wir machen mal. Ich kürze die ganze Kacke erstmal ein bisschen ab. Und zwar nehmen wir die Dwarfs erstmal. Ach komm. Homeland Security. Wir brauchen. Also wir haben ja Eisen. Wir machen uns mal einen wunderschönen Eimer, wenn wir nicht schon einen haben, wohlgemerkt. Nein, wir haben noch keinen Eimer. Dann machen wir uns mal einen. Stahlbarren. 1, 2, 3. Dann machen wir uns einfach mal, wie gesagt, ein Wasser. Achso, ich hatte bereits welche dabei. Na gut. Einfach mal einen Stahleimer, füll den mit Wasser. Und dann überschütten wir diese Lava einfach mal mit ein bisschen gutes altes Leitungswasser. Und ja, ein Liter Leitungswasser reicht aus, um eine gesamte Lava-Grubstätte auszukühlen. Das ist wissenschaftlich so belegt. Oh, man sieht einfach von hier schon die Lava durch. Oh mein Gott. Ja, komm jetzt. So, dann nehmen wir dich dann wieder ab. Und hier kommt einfach mal Lava rein. Wasser. Das sollte jetzt ein bisschen zischen. Das sehen wir uns am besten mal von unten an. Das Spektakel möchte ich hautnah erleben. Müsste daraus nicht Obsidian werden? Achso, wird er hier oben auch. Sehr gut. Ja, guckt euch das an. Ja, siehst du, das ist sogar schon eine von unseren Fackeln. Geil. So, dann werden wir hier mal direkt auch ein paar Fackeln aufstellen. Damit sie nicht zu dunkel wird. Weil auch auf Obsidian dürften Monster spawnen. Oh, unsere Fackeln gehen aus. Würde ich mal sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Dann sammle ich erstmal nur das Wasser hier ein. Nochmal schnell. Oh. Wir haben Hunger. So. Perfekt. Genau. Und nächste Folge machen wir dann weiter. Oh. Mist, Wasser war zu tief. Dachte, mein Sturz wird komplett abgefangen. Genau. Dann machen wir die nächste Folge weiter. Und, Baum. Wow.